Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unseren Sieges-Newtons hier in Isla Paradiso. Wow, die Lache klang gerade wie hier Alf. Lol, richtig lustig. Ja, wir sind hier jedenfalls am Strand und unsere Mission ist es, Leute vorm Ertrinken zu bewahren, vom Hitzeschlag oder ja, vor allem Möglichen, aber... Die verliebte Mumie. Ah, okay, das ist die Decke hier für den Strand, ne? Ist das eine Decke oder ist das so ein Luftdingens? Nee, das ist eine Decke, oder? Eine, die wackelt, weil ein Geist in sie gefahren ist. Irgendwie auch ein bisschen gut. So, ich bin ja eigentlich relativ froh, dass der Strand relativ überschaubar ist. Ha, wenn ich mir gerade... Oh, hallo Boote. Wenn ich mir gerade vorstelle, man müsste jetzt hier so das ganze Ding überwachen, das wäre voll schlimm, ne? Gut, dass es auch im echten Leben nicht so ist. Unsere gute Helen schläft jedenfalls gerade. Sie macht sich da jetzt nicht so den großen Kopf drum wie wir. Aber, ne, was willst du machen? Unser guter Preston muss Ausschau halten. Hier haben wir Valerie Vidal? Vidal? Keine Ahnung. Aber sie geht jetzt jedenfalls ins Wasser. Vielleicht ist sie unser nächst zu rettendes Persönchen. Wow, einfach mit dem Boot an den Strand gefahren. Also ich glaube, wenn müssen wir sie retten. Ja, weil sie angefahren wurde. Oh mein Gott. So, Preston, los geht's. Wir wollen mal wieder hier die Rettung schlechthin, ja. Einmal bitte retten gehen. In Schnellschritt. Man sieht es vielleicht, ja. Wir scheuen hier gar nichts. Wow, war wieder die Rettung des Jahres. Hallo? Oh, wow. Sogar bevor sie Gluck Gluck macht, ja, wird sie noch gerettet. Wahnsinn. Hä? Was ist das? Was war das denn gerade? Habt ihr das auch gehört? Was war das für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, jetzt fällt sie auch noch um. Es ist ja tragisch. Selbst an den Strand gelaufen und jetzt ist alles zu spät. Preston, mach mal was. Preston? Gut, okay. Gut, er macht was. Ich hatte schon ein bisschen leicht Panik. Ja gut, aber es läuft ja soweit, ne? Er chillt dahinter ganz entspannt seine Base, ne? Das läuft hier. Ich wollte gerade sagen, wo kommt eigentlich die Musik her? Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Hallo, Valerie, alles in Ordnung? Ich wollte nur mal so nachfragen. Oh wow, sie mögen sich auch noch. Preston, sitz. Ja, hier ist er ganz schrecklich. Können wir nur noch sitzen? Achso, unsere Arbeit ist vorbei. Na, das passt ja. Na, dann auf nach Hause. Ist auch schon 19 Uhr, echt? Gott, ist das hier ewig hell gefühlt, ne? So, unsere gute Helen, die muss auch erst wieder in 13 Stunden arbeiten. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und Irina bringt uns hier mal wieder die Zeitung. Ach nee, unser... Kleines, süßes Irinachen hat leider hier immer nicht so viel zu tun. Vielleicht sollten wir auch noch mal irgendwie einen Kumpel besorgen, dass sie hier nicht so ganz alleine ist. So, Preston kann sich erstmal was aus dem Kühlschrank stibitzen. Reste essen. Oh, wir haben da noch Waffeln. Vielleicht sollten wir mal was zum Abendbrot machen. Abendessen servieren. Nee, komm, wir machen mal Fish and Chips. Passt hier irgendwie zum Strand. Da kann man das ruhig mal machen. So, simulationsmäßig sind wir immer noch nicht so gut dabei. Die Pfütze müssen wir auch mal auswischen, genau. Aufwischen. Können wir hier noch ausschimpfen? Nee. Wir können nur fürs Treusein loben. Ah, sag nicht, Irina macht schon wieder Helen wach. Nee, wir erschrecken uns vor irgendwas. Hm, was ist denn los, Irina? Ist ja komisch. Aber wir können uns ja hier mal zum Schlafen hinlegen. So, hier wird fleißig gekocht. Preston hat die Fisch und Chips gleich fertig. So, der Herd sieht wunderbar aus. Das Essen ist widerlich. Das ist ja super. Voll eklig. Aber gut, dann machen wir das hier erstmal alles schön sauber. Bevor Helen wach wird nach dem Motto, hey Schatz, wir haben alles unter Kontrolle. Gar kein Problem. So, Helen, ja, die hat Hunger, wenn sie wach wird. So langsam, Preston, musst du dich mal ein bisschen beeilen. Sonst ist hier alles zu spät, sage ich dir. Versuch mal nochmal Fish and Chips. Ich glaube, du schaffst es. Ich bin davon überzeugt. So, Helen ist gleich ausgeschlafen. Jetzt hat sie den ganzen Vormittag geschlafen. Dann ist sie morgen wahrscheinlich wieder mega müde. Aber was willst du machen? Wir schicken sie mal noch schnell duschen, solange Preston kocht. Dann ist sie abgelenkt, solange das Essen noch nicht fertig ist. Das ist ja an der Stelle schon mal was. Wow, jetzt ist die Dusche kaputt gegangen. Haha. Preston ist nicht der Einzige mit einem Problem.
Das ist doch auch gar nicht so übel. So, dann nehmt euch mal beide einen Teller und dann könnt ihr euch ein wenig unterhalten, wie der Tag so war. Mensch, abgesehen von dem dreckigen Herd, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und wenn man kocht, dann ist der dreckige Herd wahrscheinlich das geringste Problem. So, aber wir können hier mal sauber machen, ne, bevor die Frau sagt, Mensch, was hast du da wieder gemacht? So, Helen räumt währenddessen das Geschirr ab und kann dann auch mal den Teller hier in den Kühlschrank verfrachten. So, muss man dann noch irgendwas anderes sauber machen? Nee, an der Stelle gerade nicht. So, Preston versucht jetzt mal die Dusche zu reparieren. Und Helen kann mal den Napf hier von Irina auffüllen. Da fehlt auch schon wieder ein bisschen was. So, brauchen wir eigentlich noch irgendwie... Schreiben müssten wir weiter ausbauen. Für unsere Karriere. Haben wir noch einen Laptop hier am Start? Nee, haben wir nicht. Das ist ja blöd. Ja, könnte besser sein, ne? Wir können ja mal gucken, was für Tiere gerade im Tierheim sind. Zwecks Irina einen Kumpel verschaffen. Das wäre doch gar nicht mal so unübel. Schauen wir einfach mal. So, hier haben wir Katzen. Wir wollen aber gleich mal bei den Hunden schauen. So, da haben wir wieder Wesco. Wäre jetzt auch interessant, ob es unser Wesco ist oder ein anderes Wesco. So, Bilder erscheinen gleich. Nein, ein anderes Wesco. Okay. Haben wir Leni? Rübe? Oh, Rübe sieht auch so putzig aus. Cleo, wie so ein kleines Vampirzähnchen. Und Quax. Okay, Quax ist männlich, ordentlich und schwimmt gern. Wesco ist ordentlich und faul. Leni ist ahnungslos, ordentlich und hyperaktiv. Rübe ist nicht zerstörerisch. Oh, ich finde die wieder alle toll, ne? Ich habe ja immer so ein Problem. Ist jetzt halt die Frage. Dalmatina haben wir ja auch schon im Let's Play bei den Zooms. Und Leni ist eine Seniore. Da würde ich sagen, nehmen wir mal Rübe mit. Rübe macht das schon und Rübe darf auch meinetwegen gerne weiterhin Rübe heißen. So, dann kommt Rübe hier auch bald an. Wir können mal in der Zeit Fernsehen gucken. Ich hoffe, Irina wird dadurch nicht wach. Und Preston versucht weiter sein Glück bei der Dusche. Okay, er hat es aufgegeben. Dann Preston, geh einfach mal schlafen. Dann kann das gleich mal Helen machen. So, wir schalten in der Zwischenzeit mal auf die Actionwelt um. Ich meine, mehr als das läuft das Bad ja Gott sei Dank eh nicht voll. So. So langsam geht der Spaß auch hoch. Sehr schön. Irina ist auch ausgeschlafen. 57 Fahrzeuge wurden gelöscht. Das ist ja unglaublich. So, und unser neues Tier ist da. Das Rübe. Hihi, hallo Rübe. Voll gut. So, ich muss mal hier noch die Lautstärke ändern. Die ist gerade echt ein bisschen hoch. Okay, Mitten ist irgendwie auch hoch, ne? Hihi. So, hallo Rübe, ey. Voll gut. Hihi. Ah, das ist Rübe. Hihi. Ah. Gedrückt werden. Gebürstet werden, das kriegen wir schon hin. Und beschnüffelt werden wollen wir auch. Beziehungsweise wir wollen schnüffeln. Wäre irgendwie lustig, wenn Helen an ihm schnüffelt. Wow, Helen will ihn nicht knuddeln. Es ist ja unglaublich. Helen, was ist kaputt? Ich verstehe es nicht. Wie will man so einen süßen Hund nicht knuddeln wollen? Ah, unser kleines Rübe. Hihi, voll süß. Oh. So niedlich. So, ich höre einfach nur, wie die Dusche die ganze Zeit kaputt ist. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. So, dann Rübe, beschnüffeln mal hier noch einmal eine Runde. Nee, Rübe, schnüffeln wollten wir doch. Hier, komm, einmal beschnüffeln. Da steht die Couch wieder im Weg. So, schnüffeln. Sehr gut. Und dann können wir jetzt hier auch mal mit Irina was machen. Ja, hier sind die Fenster wieder irgendwie im Weg. Ich hasse es. Hallo. So, freundlich Kontakte knüpfen und freundlich beschnüffeln. Los geht's. So, und Helen versucht mal die Dusche zu reparieren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, wie schön. Hat Irina jetzt endlich einen Kumpel. Hihi, voll gut. Rübe. Voll süß. Hey, und heute ist Musetag. Ist denn schon Donnerstag? Unglaublich. So, wir wollen auch 1000 Objekte hier mit Preston zusammenziehen. Hat sie irgendwie den Schuss nicht gehört? Das ist ja merkwürdig. Lol. So, die beiden knüpfen hier Kontakte und beschnüffelt werden soll auch noch. So, das aber mit dem Beschnüffeln hat jetzt wieder mal nicht so gut geklappt. Dann drehen wir den Spieß hier mal um.
So, und danach kann Irina hier mal eine Runde beschnüffeln. So, Rübe stehen geblieben. Es wird wieder geschnüffelt. So, und wir können hier mal aus dem Napf fressen. Wie geht es Rübe? Rübe will auch mal aus dem Napf fressen, aber Rübe kann man zuerst schlafen. Und dann aus dem Napf fressen. So, hier wird in der Zeit aufgewischt. Irina kommt irgendwie nicht an den Napf ran. Das ist ja mal wieder merkwürdig. So, und das hat sich jetzt in Luft aufgelöst, mehr oder weniger. Oder in Mob. Warum kriegen wir dieses Klo jetzt schon wieder nicht angeklickt? Also manchmal, das mit den Wänden hier, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Aber es stockt nicht mehr. Das ist doch auch schon mal viel wert. Das finde ich gar nicht so unübel. So, das können wir mal sauber machen. Wie sieht es beim Klo aus? Oh, wieder dieses Klo. Das ist sauber. Sehr schön. So, noch ein Tag, zwei Stunden. Wir haben also noch ein bisschen Zeit hier für das Ganze. Wow, die Bilder, ne? Die haben wir alle irgendwie gemacht gehabt. Aber die sind halt total schlecht teilweise. Okay, das Bild ist gut. Das eher nicht so. Hier, das ist mega verschwommen. Das war noch auf unserer... Wow. Mit Finger drin. Das können wir auch mal wegnehmen. Oh, hier, der David. So. Hier haben wir noch unseren Abschlusszwerg. Sollten wir unseren Abschlusszwerg vielleicht einfach mal verkaufen? So, um es hier mal ein bisschen... Geld flüssig zu machen, denn ich würde echt gerne uns hier einen PC gönnen. Das fände ich eigentlich ganz super. So, und es wird jetzt der Laptop werden, weil alles andere gefühlt zu teuer ist. So, jetzt haben wir noch 52 Simoleons. Ist das nicht toll? Heilige. So, was wollten wir hier machen? Schreiben üben wollten wir, ne? Schreibfähigkeit ausbauen? Nee, wir wollten lügen und irgendwas weiterschreiben. Irina, einmal den Rückwärtsgang. Sehr schön. So, und wir brauchen auch noch ein klein bisschen Zerstörung. Dann können wir mal Helen ein bisschen auf den Sack gehen und auf dem Kauknochen rumkauen. So, mein lieber Preston. Energie geht langsam, aber sicher nach oben. Ein bisschen hast du noch. Musst du heute arbeiten? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben beide heute frei. Richtig gut. Sehr schön. So, und ein bisschen was haben wir auch hier mit den Tantiemen verdient. Ich hoffe, das Buch ist bald fertig. Dann verdienen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr am Ende der Woche. Das wäre doch gar nicht so schlecht. So, sieht aber ganz gut aus hier mit unserem Buch. So, 36 nochmal dazu gekriegt. Wunderschön. Dann schreiben wir hier mal ein Sachbuch. Komm, wir schreiben jetzt mal was über Hunde. Nee, Bogenmerz und Zinn. Hunde. Der beste Freund des Sims. Ich überlege gerade, ob da ein S hin muss. Besten Freund? Oder? Also jetzt nicht im Sinne von die Sims, sondern des Sims? Egal. Ja, komm. Es ist okay. Machen wir jetzt einfach so. Mal gucken, ob es richtig oder falsch ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, was wollen wir denn hier? Wir wollen eine Gitarre kaufen. Und wollen gerne erfinden lernen. Okay, Irina hat sich mit dem Postboten angefreundet. Vielleicht das nächste Mal zumindest. Die Rechnung liegt jetzt da einfach nur so rum. Können wir schon pieseln? Nö. Aber wir können das Haus bewachen, rein theoretisch. Um uns zu versuchen, den Wunsch dazu erfüllen. Preston, der ist bald ausgeschlafen. Da bleiben wir einfach mal dran. Dann kann er da rechtzeitig aufstehen. So, kriegen wir jetzt unsere 10 Stunden plus ausgeschlafen Stimmung? Ja, sehr gut. Dann, lieber Preston, steh mal auf. So, Irina hat sich jetzt hier auch erleichtert. Sehr gut. So, und wir haben unsere ersten Seiten fertig geschrieben. Dann machen wir mal das Bett. Und dann machen wir uns auch mal frisch. Was ist eigentlich mit dem Radio nicht in Ordnung? Warum ist denn das gerade schon wieder... Achso, wir wollten ja auch gucken, was für einen Sender wir hier haben. Indie haben wir hier laufen, okay. Überspringen. Komm, überspringen mal das Lied. Haben wir dann wieder Musik? Gerade nicht so. Jetzt haben wir Musik, okay, sehr gut. Manchmal verstehe ich auch nicht, warum da dann einfach gar nichts ist. So, säubern müssen wir noch nichts. Hä? Okay, jetzt ist es einfach mega leise. Okay. So, unsere Waffen sind auch abgelaufen, das ist ja eklig. Ja gut, wir können rein theoretisch jetzt nur Mittag servieren. Komm, wir machen mal ein Ratatouille. Das ist doch dann auch nicht schlecht. So, nächstes Kapitel fertig, sehr schön. Das läuft ja. Irina hat Langeweile, wie es aussieht. Hm. Dann können wir rein theoretisch hier mal auf der Couch ein Nickerchen machen. Weil unsere gute Rübe, ja, liegt da immer noch rum. Oh, total knuddelig. Aber wenn Rübe wach ist, kann er gerne mal hier aus dem Napf fressen gehen.
So, Preston macht sich wieder hier als Meisterkoch, beziehungsweise er versucht sich darin und wir werden dann hier gleich eine Runde Mittagessen, aber auch zum Kaffee trinken möchte ich euch gerne entlassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!